Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück beim Schnauf-Simulator von The Long Dark mit mir, Mr. Merp. Ja, der Steffen, der ist hier gerade eben noch am Schnaufen wie so eine Dampflok, weil wir ihn hier gerade eben übers Eis treiben, als ob es keinen Morgen gäbe. Früher oder später wird auch der Tag kommen, an dem es keinen Morgen gibt, aber momentan ist der Steffen davon noch weit entfernt. Und wir gucken uns jetzt als allererstes mal hier nochmal diese letzte Fischerhütte an. Dann bin ich mir absolut sicher, dass wir jede einzelne vermaledeite Fischerhütte betreten haben. Und dann werden wir da drüben hochgehen, mal in das Auto einsteigen. Nur für den Fall, dass Autos auch zählen. Hier. Wir waren hier tatsächlich noch nicht drin. Es ist nicht zu fassen, Leute, wie viel Gewehrmunition wir finden. Am 200. Tag finden wir nochmal 5 Schuss. Das ist so absurd eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Ich nehme das Zeug jetzt einfach mit. Nochmal eine Patrone, nochmal ein 6. Schuss. Ja, ja, das kannst du definitiv brauchen. Wie viel Schuss haben wir jetzt? Ich weiß es gerade eben gar nicht. Ich glaube, jetzt haben wir schon wieder über 14 Schuss. Wir haben irgendwo noch woanders gefühlte 72 rumliegen. Es sind nicht 72, ich weiß. Es sind, glaube ich, woanders nochmal, keine Ahnung, 20 oder 16 oder 24. Ihr seht schon, ich zähle schon gar nicht mehr, denn wir haben so viel. Und dann haben wir noch die Pfeile, die man, wenn man sie wiederfindet, wiederverwenden kann. Es ist so lustig traurig, wenn man so darüber nachdenkt. Traurig deswegen, weil man eigentlich jetzt nur noch auf den Highscore gehen kann. Das ist das Einzige, was man jetzt noch großartig mit diesem Charakter machen kann. So, gucken, wie weit schaffe ich's. Wobei, in den absoluten Highscore werde ich mit ihm definitiv niemals reinkommen, denn da hätte ich von Anfang an effizienter arbeiten müssen. Also ich glaube, die Leute, die da auf tausende von Tagen Survival gekommen sind, die haben, glaube ich, das Prinzip, das wir bei Malte Torben angewendet haben, von Anfang an gefahren. Aber die haben das dann halt perfektioniert und haben Munition von Anfang an mitgenommen, aber halt noch nicht benutzt. Also da musst du halt wirklich dann hergehen und einfach nur dann schießen, wenn es wirklich für dich einen Mehrwert hat. So, kennen wir dich eigentlich schon, Auto? Nee, ich sage ja, wir waren hier noch nicht. Wir waren hier noch nicht. Das ist doch so absurd. Das finden wir so. Ich kriege hier gerade eben Komplexe, Leute. Ich kriege Komplexe. Das ist. Klar, ein Kanister, komm. Ja, Trockenfleisch. Yeah, nur mal Schokoriegel. Nach der langen Zeit, Wahnsinn. Ich, spring jetzt hier von der Brücke oder so. nochmal ein Kaffee wäre super. Denn ich möchte jetzt zu diesem Hasenhain. So. Sind so schwer beladen, aber so schwer dann auch wiederum nicht. Jetzt gehen wir nämlich da hoch. Ich habe vorhin, als ich da kurz runter bin und dann sofort abgezweigt bin, ich habe nullinger daran gedacht, dass wir vielleicht mit Steffen hier noch nie gewesen sind. Habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Aber das war jetzt für mich der Beweis. Wir waren zumindest noch nie bei diesem Auto. Ich glaube, die anderen Autos, die habe ich definitiv durchsucht. Also ist für mich jetzt sozusagen die Frage da, da oben die Hütte. Beim, bei diesem vernichteten Picknickplatz, der da gleich sein dürfte. Und die Bärenhöhle. Und das ist eine richtige Bärenhöhle, das weiß ich. Da ist eine, die könnte auch als Innenraum zählen. Also wo, die hat dann auch einen anderen Temperaturgradienten als die Außentemperatur. Wenn man so nach hinten reingeht, ne? Habt ihr ja schon häufiger bei Höhlen sicherlich selber festgestellt. Wenn man reingeht, stellt man fest, dass sie wärmer ist als woanders. So, das Erste, was ich mache, ich gucke hier, ob jetzt nicht hier zufällig die Hütte schon ist. Nee. Da war ich zu optimistisch. Dann schleppen wir uns mal da lang. Ich glaube, der Weg ist schon noch ein Stückchen. Das glaube ich direkt bei diesem Hasengedöns. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Hoppelhopser Algrin oder ich weiß nicht mehr, wer es... Oh, da ist die Höhle. Die Höhle nehmen wir jetzt auch mit. Es sei denn, der Bär schläft drin, dann kommen wir wieder, wenn, also ich will rennen können, das ist der Punkt, Leute, im Zweifelsfall. Wobei, auf der anderen Seite, beim Bär ist es relativ egal. Der holt uns sowieso ein.
Aber ich möchte jetzt trotzdem nicht drauf anlegen, jetzt hier so kurz vor dem potenziellen Erfolg. Wir haben hier 9 Grad. Wenn ich nun hineingehe in die Höhle des Bären, haben wir auch 9 Grad. Okay, das zählt in dem Fall nicht. In dem Fall zählt es nicht. Aber wir können rennen, das ist das Wichtige. Aber wir haben sie jetzt immerhin mal betreten. Halten wir fest, wir haben diese vermaledeite Höhle mal betreten. Also, ich will von dieser Höhle keine Beschwerden hören, dass wir sie jemals ignoriert hätten. Die kann das jetzt ruhig weitermelden an das Achievement-System. Und damit muss das Achievement-System jetzt sozusagen jetzt beurteilen, ob das auch nötig war für diesen Erfolg. Wenn diese Musik jetzt bloß ankündigen würde, dass wir es schaffen. Seufz. Trinken muss ich jetzt gerade eben nix. Ich weiß, ich könnte jetzt mir noch mal einen Kaffee reinpfeifen. Da sind wir jetzt auch schon beim Dingens. Den Picknickplatz schaue ich mir erst an, wenn ich die Bude betreten habe. Denn ich will in diese Bude rein, die da jetzt gleich irgendwie links kommen muss. Ich sehe da oben auch zwei von irgendwelche Schösslinge, Birke, keine Ahnung, was es ist. Es sind auf jeden Fall zwei Schösslinge, die mir sagen, dass ich hier noch nie war. Da gibt es irgendwie der Bärenbach-Campingplatz. Genau, so hieß er. Der Bärenbach. Gibt es auch relativ häufig so Orte, ne? So Bärenbach halt, ne? Gibt es hier auch bei uns in der Nähe, wo ich wohne, gibt es auch in Bärenbach. Da ist auch noch Fleisch drin. Komm, gib. Gib her. Nehme ich alles mit. Die Frage ist, wer das hier gerissen hat, ne? Die Frage ist, ob wir es rausfinden wollen. Das ist die viel wichtigere Frage. Da ist auf. Also diese Dinge sind auf jeden Fall dafür gedacht, glaube ich, dass man da drüber laufen kann. Wo könnte jetzt die Hütte sein? Großen und Ganzen, das sieht ja eigentlich auch so aus, als ob es hier noch irgendwie was gäbe. Wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Ich werde mir das. Also, wenn wir jetzt das Achievement hier nicht hinbekommen, dann bin ich erstens total verzweifelt. Und zweitens werde ich dann anfangen, hier quasi wirklich obskure Sachen mir anzuschauen. ja, ich glaube, jetzt da drüben runter und dann sind wir da. Ist auch noch so ein riesiger Berg, auf den könnte man auch mal drauf gucken und im Zweifel runterspringen, wenn es jetzt nicht klappt. Man weiß es nicht, ne? Man weiß ab einem gewissen Punkt und halt nicht mehr. Ah, da ist die Hütte. Bitte, liebe Hütte, sei du die eine letzte. Der letzte Anhaltspunkt. Unsere letzte Station. Alles, was wir noch brauchen, außer vielleicht ein bisschen. Ich habe mich ja beschwert, dass wir uns schon lange nicht mehr das Handgelenk verstaucht haben. Ja, das habe ich jetzt davon. Mr. Merp, einfach mal Klappe halten. Aber dadurch wissen wir jetzt, dass wir 100, dass wir 21, genau, 121, dass wir 21 Schuss noch haben. Versuchen wir es. Ich habe kein Achievement. Ich habe kein Achievement. Aber wir waren definitiv auch noch nicht hier. Mami, wie gemein. Das ist doch fies. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, wo ich noch hingehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, lasse ich drin. Lasse ich drin. Nehme ich mit. Und was ist hier noch drin? Zeitung lasse ich drin. Jetzt nochmal was hier. Eine Plastikbehälterei. Und hier drunter nichts. Seufz. Und wir sind total kaputt, obwohl wir noch 7 Stunden eigentlich vor uns hätten, die wir noch laufen könnten. Wir essen auf jeden Fall nochmal was, dass wir hier ein bisschen Gewicht runterbekommen, denn wir haben inzwischen schon ordentlich wieder oben drauf. Puh.
Ich würde sagen, wir schlafen einfach nochmal eine Runde. Was willst du machen? Naja, gut, eine Sache fällt mir ein, was man machen will. Ich noch mal ein bisschen Wasser produzieren wäre, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt von... Nicht die schlechteste Entscheidung, nehmen wir das mal so. Es wäre nicht die schlechteste Entscheidung. Schauen wir mal. Hat sich vielleicht da draußen jetzt der Wind gedreht, schlechtes Wetter haben. Was? Was wenn wir da gerade eben erst aufgestanden wären, das war gerade eben grotesk. So, Feuer machen. Und nochmal das alte, bekannte Spielchen mit dem Feuer. Ich weiß, wir schleppen gerade eben den Kanister mit uns rum. Wenn wir jetzt hier anfangen rumzulaufen, werde ich ihn einfach hier lassen. Dann wissen wir es ja, dass wir den Kanister hier gelassen haben. Ich glaube, das können wir uns merken. Also wir alle zusammen. Das kollektive Gedächtnis von Mr. Murph. Das sich dann so in den Kommentaren so als Erinnerungsfunktion widerspiegelt. Ach, ich hatte ja sogar noch. Wisst ihr was? Ich mache jetzt nochmal ein bisschen mehr Wasser. Das Wasser kann ich ja teilweise einfach hier lassen. Sollte ja kein Problem sein. Oh. Nehmen wir mal 5 Liter Wasser produzieren. Und dann machen wir noch das Reh, dann haben wir das auch noch. Genau, das passt sogar noch wunderbar. Das rohe Reh. Und dann wird es jetzt auch schon wieder langsam aber sicher dunkel. Ja. Tomatensuppe könnte ich jetzt aufheizen, aber wozu? Gut, das heißt erstmal hier reingehen. Gucken, dass für das körperliche Wohl gesorgt ist. Dann essen wir als allererstes. Oh Gott, das ist als Teufelsreh! 666! Nein, ich hab's gegessen, verdammt! Ja, der musste sein. 666 Kalorien, oh mein Gott. Ja. Trinken. Und. Ja, etwas hungrig, aber das überstehen wir. So. Und gleich mal schlafen. Dann sind wir wieder einigermaßen oben drauf. Nicht so wie Stuttgart 21, das geht tatsächlich immer noch runter. Sowohl was das Tieferlegen angeht, als auch das Niveau, wie dort sozusagen momentan Bahn gefahren werden kann. Ich bin kein offizieller Stuttgart 21 Gegner, weil ich es von Anfang an, ja, ich gebe einfach zu, mir fehlt einfach das Fachwissen. Ich habe mich da weder von der einen Seite noch von der anderen Seite irgendwie großartig beeinflussen lassen, weil ich mir einfach die Argumente angeguckt habe und gesagt, ja, das klingt alles nach super Argumenten, aber ich kann es aufgrund von Fachwissen einfach nicht nachvollziehen. Und war da einfach auch, glaube ich, nicht emotionalisiert genug, was das angeht, weil ich selber jetzt auch nicht unbedingt so der Bahnfahrer bin. Aber mit Menschen, die jetzt so täglich Bahn fahren, wo ich jetzt schon mitbekommen habe, ja, also geile Planung geht anders. Nennen wir es mal so. So könnte man es, glaube ich, definieren. Da ist durchaus der eine oder andere Fehler gemacht worden. So, wir füllen auf. Boah, vor allem wie viel Kerosin das ist. Das ist gemein. Das könnten wir eigentlich ganz woanders brauchen. Ja, müssen wir es hier lassen. Grausame Welt. Nehmen wir mit. Lassen wir da. Lassen wir da. Lassen wir da. Da. Einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Ich brauche auch nicht mehr als eins davon. Lassen wir da. Die Dinger gibt es ja noch. Komisch. So, das lassen wir da. Lassen wir da. Und damit sollten wir nur noch ein bisschen überladen sein, weil wir das ganze Wasser mit uns rumschleppen. Aber das Wasser kriegen wir auch weg. Dass was weggeht. Warum kniet der immer so auf an der Stelle? Ist irgendwie komisch. 1 Grad morgens um die Zeit bei Nebel. 12 Stunden. Ja, das wird, glaube ich, ein wärmerer Tag heute. So, gibt's da drüben noch irgendwelche Geheimnisse, von denen ich wissen sollte? Ich meine nicht hier, sondern da drüben, jenseits, da wo dieser komische Pfad nach oben geht, ne? Ihr wisst schon, hier kommt's so an und es sieht so aus, als ob mir das irgendwie was sagen wollen würde. Aber
Gefühlt nein. Gefühlt nein. Okay. Dann suchen wir mal hier das da. Gibt noch mal ein paar von denen. Nein. Das wollte ich nicht. Hallo? Die Hitbox dieses Zedernastes ist ein bisschen groß geraten. Gut, dann gucken wir uns mal hier einfach mal an, was hier noch rumliegt. Und gehen gleich mal da drüben auf den Berg. Wie gesagt, ich möchte jetzt einen Urschrei rauslassen. Ah, den Verband nehme ich doch tatsächlich mit. Einen Urschrei rauslassen, aufgrund von Frustration. Gehen wir mal da hoch. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwas, was ich einfach noch nicht kenne. Ich halte es ja auch durchaus für möglich, dass ich irgendwas noch nicht kenne. Irgendeine Hütte. Aber wenn, dann gehen mir... Also mir geht so langsam aber sicher wirklich einfach das Latein aus. Welche Hütte das sein sollte. Welches Haus, welche Hütte. Ich meine, ich war wirklich ansonsten in jeder. Oder war es vielleicht... Das klingt nach einem Flugzeug, Leute. Habt ihr das gehört? Wahrscheinlich nicht, weil es für euch zu leise ist. Ich habe gerade eben ein Flugzeug gehört. So ein Brrrr. Ich kann es nicht perfekt nachmachen, aber es klang so. Ich glaube, ich werde bekloppt. Das Achievement macht mich fertig, Leute. Mr. Merp tickt jetzt langsam aber sicher aus. Und glaubt, Flugzeuge zu hören. Er hört keine Stimmen, er hört Flugzeuge. Ich bin ein Überlebender, bitte holt mich hier raus. So ähnlich. So, das ist hier nicht der Dschungel von Dschungelcamp, sondern das ist das Eiscamp. Die Frage ist, was ist schlimmer? Natürlich das Dschungelcamp. Weil da jede Menge Z-Promis drin sind. Die, wie soll ich sagen, ja, also Z ist teilweise sogar noch zu hoch. Also meiner Meinung nach müsste man das Alphabet künstlich erweitern, um manche von ihnen beschreiben zu können. Dasselbe gilt auch für die Moderatoren. Jetzt kenne ich die Sonja Zietlow ja schon, als sie noch damals bei Tele 5 war es, glaube ich, dieses Hugo-Spiel, wer kennt's noch, moderiert hat. Aber meiner Meinung nach hat sie sich jetzt nicht unbedingt irgendwo hin entwickelt, wo ich sagen kann, es ist nachahmenswert. Ja, also wie gesagt, ich mag ihren Stil nicht. Privat ist sie bestimmt eine nette Person, aber ich mag ihren Stil zu moderieren nicht. Ach, bitte. Genau, geh einfach weg. Gehst du weg oder kommst du? Niemand weiß es. Ich weiß auch, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind und das macht mir gerade Sorgen. Das war die Stelle, also weiter da oben links, da wurden wir von dem Wolf angegriffen. Deswegen ziehe ich mich jetzt gerade eben jetzt erstmal hier wieder zurück Richtung Straße. Und hoffe, dass wir dadurch jetzt hier gleich keinen Ärger mehr haben, was das angeht. Aber hey, dann gehen wir jetzt halt einfach auch mal wieder Wege, die wir halt noch nicht gegangen sind, ne? Seufz. Was kräht denn da? Was liegt denn da? Was ist das? Ein Mensch. Den kenne ich auch noch nicht. Das lasse ich drin. Ich ziehe doch jetzt hier nicht den Wollpulli aus. Okay. Den kannte ich auch noch nicht. Willst du als Innenraum... Oh, was ist das? Was ist das? Ich kenne diese Hütte nicht, Leute. Ich kenne sie nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Ohne Witz. Ungelogen. Ich gehe einfach rein. Auch kein Achievement.
Ich habe das Gefühl, es gibt hier noch viel mehr Hütten, die ich schlicht und ergreifend nicht kenne. Ja, hier war ich auch noch nicht. Ich bin einfach total verwirrt. Ich werde jetzt... Oh, nochmal Müsli-Riegel, sehr schön. Ich werde jetzt, Leute, mir eine Karte besorgen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich bin einfach maximal verwirrt und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Mr. Murp ist einfach nur total verwirrt und am Rande der Beklopptheit angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir haben 206 Tage. Mr. Murp dreht durch, früher als Steffen. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.